Today's Animal World, our co-inhabitants, will be presented in German with subtitles in Arabic, all excuse of Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Unten geht es darum, die Liebe den Menschen beizubringen, diese bedingungslose Liebe, die Loyalität, die wir euch gegenüber haben. Seien Sie gegrüßt, gütige Zuschauer. Willkommen zu Die Welt der Tiere, unsere Mitbewohner. Diese Folge ist der zweite und abschließende Teil unseres einfühlsamen Interviews mit der vegetarischen, österreichischen, telepathischen Tierkommunikatorin und zertifizierten Hundetrainerin Elisabeth Berger. Durch Frau Berger hören wir noch einmal von ihrem edlen tierlichen Begleiter Wuno. Er möchte einige faszinierende Dinge mit der Menschheit teilen. Unsere tierlichen Begleiter sind oft unsere engsten Freunde und Familienmitglieder. Wir fragten Frau Berger, ob sie auch unsere Seelenfreunde sein können und was ihre Bestimmung hier auf Erden ist. Ich denke persönlich auf jeden Fall, dass der Hund ein Seelenpartner, eine Seelenpartnerin sein kann und auch ist, denn jeder Hund kommt ja mit einem bestimmten Grund zu ihnen. Wir lernen mit jedem Hund etwas anderes. Ich sage das deshalb, weil meine erste Hündin, die ich eigenständig geführt habe, war eine Bull Terrier Hündin aus einer Tierschutzgeschichte heraus. Und diese Hündin hat mich wirklich gelehrt, dass wahre Schönheit von innen kommt. Ja, das war eine so kleine Bullige und war aber, die hat Liebe verströmt, unglaublich schön. Jeder Hund kommt und lehrt mich etwas anderes und ich denke, es gibt viele Menschen so. Wir wissen, dass Tiere im Emotionalbereich hochintelligent sind. Es wäre wichtig, das einfach einmal zur Kenntnis zu nehmen. Und das Zweite ist natürlich das Gefühl, ne, für Tiere zu spüren, wie es ihnen geht. Das Bewusstsein zu entwickeln, dass Tiere Lebewesen sind und Partner und Partnerinnen, kann einfach nur durch den Bewusstseinswandel passieren. Können wir ebenfalls die Fähigkeit entwickeln, telepathisch mit Tieren zu kommunizieren? Frau Berger erzählt aus ihrer Perspektive. Die Erde lebt und wir sind Teil davon. Wir haben immer kommuniziert und wir sind telepathisch angelegt. Jede Mutter und jeder Vater, der eine Beziehung zum Säugling hat, weiß das. Wir wissen einfach, wie es dem Kind geht. Wir wissen, was los ist ohne die Sprache. Lassen Sie mich auch dazu noch ein Beispiel bringen aus der Menschenwelt. Angenommen, Ihr Partner kommt auf Sie zu und sagt dir, Schatz, ich liebe dich. Dann würden Sie dieses Gefühl mit Sicherheit spüren. Telepathie ist das ferne Gefühl. Wir können telepathisch über Gefühl mit Tieren kommunizieren und wir können auch über den Geist mental mit Tieren kommunizieren. Die Tiere senden uns ihre Botschaften als Gesamtpaket. Das heißt, da sind Gefühle dabei, da sind Worte dabei, sind Bilder dabei, Filmabläufe dabei. Und es sind einfach Techniken, die angewendet werden. Das kann jeder Mensch. Und es ist ein bisschen so, wie jeder kann Klavier spielen lernen, für den Hausgebrauch, für eine Gruppe oder auch Pianist, Pianistin werden. Nur lernen kann es grundsätzlich jeder, weil es in uns ja angelegt ist. Das heißt, dieses Kommunizieren von Herz zu Herz ist etwas, was mir so wichtig ist. Weil in dem Moment, wo Sie über die Herzebene kommunizieren, sind Sie nicht mehr in der Manipulation. Wenn Sie hier Ihre Botschaft verströmen über das Herz, dann spüren Sie alles, was Sie tun und das ist mir sehr wichtig. Wenn wir mit Tieren kommunizieren können, wie sieht es mit anderen Lebewesen aus? Wir kommunizieren ununterbrochen mit Pflanzen, weil wir einfach über diese Form der Urtelepathie miteinander verbunden sind. Die Sprache hat einfach auch noch eine große Bedeutung. Emoto hat da im Bereich des Wassers viele Versuche auch gemacht,
Also so wie wir denken, so wie wir fühlen, so wie wir sprechen, das, was wir ausstrahlen, strahlt auf unsere Umwelt aus. Und die Pflanzen spüren das. Also das ist längst wissenschaftlich ausgetestet. Also das wissen wir schon lange. Wenn die Verbindung einmal hergestellt ist, wie kann man interpretieren, was man sieht, fühlt oder hört? Wie können wir sicher sein, dass die erhaltene Information richtig ist? Das Universum ist so angelegt, dass wir alle Gefühle über die DNS kommunizieren können. Es gibt aus meiner Sicht verschiedene Dinge, die zu lernen sind. Als erstes ist es wichtig, überhaupt zuzulassen, dass wir Informationen empfangen können. Weil die verstandesmäßige Gehirnhälfte sagt immer, erkläre es mir, erkläre es mir, erkläre es mir. Wir müssen uns sozusagen selber einen Freiraum schaffen, dass die Intuition überhaupt möglich wird. Dann gehört weiter dazu, dass die Menschen sich kommunikationstechnisch fit machen. Das heißt, wie sie selber rhetorisch unterwegs sind und in den Gesprächen. Das gehört dazu. Und dass man wirklich ganz klar auseinanderhalten kann, welche Botschaft von dir und welche Botschaft von mir ist. Beziehungsweise was ich daraus mache. Telepathische Tierkommunikation kann ein unschätzbares Mittel sein, wenn man tierlichen Patienten eine effektive Behandlung beim Tierarzt ermöglichen will. Es hat mich eine Kundin angerufen, die hat gesagt, sie finden nichts. Der Hund wird immer schwächer und schwächer, das Blut wird immer schlechter, sie finden nichts. Und ich habe dann den Hund gebeten, mir sozusagen zu projizieren in meinen Körper, wie sich das anfühlt. Und der hat mir ein unglaubliches Gefühl der Übelkeit im Magenbereich sozusagen hereingespielt, sage ich in der Fachsprache. Und ich habe zur Menschenbegleiterin gesagt, sprechen Sie mit dem Tierarzt, Sie müssen im Magen suchen gehen. Und die fanden dann eine Aorta mit einem feinen Riss. Das heißt, dass das Blut versickert im Magen und der Hund konnte durch eine OP gerettet werden. In ein paar Momenten nehmen wir unsere augenöffnende Diskussion mit der talentierten Elisabeth Berger wieder auf. Bitte bleiben Sie dran bei Supreme Master Television.